Ja, herzlich willkommen bei Aktienlust TV. Heute mal vom Schreibtisch auf die Schnelle, weil ich möchte Sie natürlich ein bisschen begleiten in dieser gerade für Börsenneulinge doch sehr aufregenden Phase, weil Sie haben das natürlich noch nie erlebt, dass ein Markt so schnell auch mal einbricht. Gestern der Dow Jones über 800 Punkte verloren in der Spitze, am Tagestief geschlossen. Ja, das war 3,2% minus. Noch heftiger ging es im Technologiebereich zur Sache. Dort lagen die Minus in Prozent gesehen bei 4,4, 4,5%. Das ist schon heftig. Aber lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Das ist eigentlich auch eine Tatsache an der Börse. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Eine Marktbereinigung, die eben so schnell vonstatten geht, ist mir deutlich lieber als ein schleichender Verkaufsprozess. Das ist einfach so an der Börse. Kursverluste, die gehen in Korrekturphasen deutlich schneller vonstatten, eben als sich die Gewinne in Aufwärtstrends aufbauen. Und wir haben ja hier immer wieder darüber gesprochen, dass gerade die Technologiebörse Korrekturpotenzial besitzt. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass wir im Nasdaq 100 nochmal auf 7.000 Punkte zurücksetzen sollten. Da war gestern praktisch Punktlandung. Der S&P hat auch die Lücke zur 200-Tage-Linie fast schon geschlossen. Hier reichen noch wenige Punkte aus, um eben auch diese Lücke zu schließen. Und diese 200-Tage-Linie, das ist ja eigentlich der innere Trend eines Marktes, der ja so ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, sind wir dem Markt zu weit vorausgelaufen oder hinken wir hinterher? Also wir waren weit vorausgelaufen, gerade an der Wall Street. Das wird jetzt eben korrigiert und das auch noch vor dem Start der Berichtssaison. Das ist eigentlich idealtypisch und fast schon war das zu erwarten. Und ich hätte es mir sogar erhofft im Oktober, dass wir diese Gelegenheit nochmal bekommen. Natürlich bei einzelnen Positionen, und ich verstehe Sie sehr, sehr gut, wenn Sie sich jetzt Aktien gekauft haben und gerade hier sind jetzt Verluste vielleicht schon von 20-30% aufgelaufen, wo Sie denken, um Himmels Willen, wofür das hin? Aber das gehört zur Börse dazu und ich kann mich da nur wiederholen. Kein einziger nimmt Ihnen auch nur eine Aktie ab, wenn Sie jetzt Nerven bewahren, ruhig bleiben und sich diese Phase vielleicht auch für die Zukunft einbringen. Dann das gehört an der Börse dazu. Und das sind Phasen, wo es natürlich immer sich lohnt, eben diese Liquiditätsreserven, die wir ja auch immer anmahnen, zu haben, um dann eben Schnäppchenkurse zu nutzen. Und Schnäppchenkurse, die haben wir teilweise schon. Vielleicht kriegen wir sie in den nächsten Tagen sogar noch etwas günstiger. Aber versuchen Sie gar nicht daran zu denken, die absoluten Tiefpunkte zu erwischen. Das ist reine Glückssache. Fakt ist, Sie kriegen jetzt wirklich die Wunschaktien, die Sie vielleicht kaufen wollten, heute richtig mit ordentlichen Rabatten. Und denken Sie nur mal 3-4 Wochen zurück, wenn Ihnen da jemand versprochen hätte, also Sie bekommen nochmal die Gelegenheit, eben eine Amazon unter 1600 Euro zu kaufen oder eine Facebook im Bereich von 130, 125 Euro. Da hätten Sie gesagt, also wenn das nochmal der Fall ist, ja dann greife ich auf jeden Fall zu. Und heute, wo das der Fall ist, da ist man ein bisschen unruhig. Natürlich die Presse, die liefert ja die mediale Berichterstattung dazu. Und da kann ich Ihnen wirklich sagen, vergessen Sie das alles. Die Begründung, die jetzt genannt wird, die Zinssteigerungen in den USA oder die neue Eurokrise wegen Italien oder der Handelsstreit mit China und den USA. Das ist die logische Begleitmusik, die wir in diesen Phasen erhalten, haben aber im Grunde genommen nichts mit der einfachen Tatsache zu tun, dass der Markt einfach auch mal korrigieren muss. Und dass er das jetzt tut vor der neuen Berichtssaison, dass er das jetzt tut vor dem statistisch gesehen besten Börsenhalbjahr eines Jahres, nämlich die Monate November bis April, sind statistisch gesehen die absolut stärksten Monate. Das ist eigentlich wirklich für uns Anleger ein wirkliches Geschenk, das wir aufgreifen sollen, das wir nutzen sollten. Und das ist etwas, da kann ich mich nur wiederholen, das habe ich gestern in dem Video auch schon gesagt. Überlegen Sie sich, wenn jetzt Verkaufspanik ist, wenn der Dow 800 Punkte fällt und die Aktien verramscht werden, wer ist die Gegenseite? Wer nimmt das auf? Wer kauft diese Aktien? Sind das unwissende Privatanleger oder sind das die sogenannten Smart Investoren, die cleveren Investoren, die einfach sagen, hey, darauf habe ich gewartet, dass ich wirklich mal eine Apple, eine Amazon oder wie sie alle heißen, einfach mit Rabatt kaufen kann. Oder gucken Sie im DAX, wie hier wirklich Aktien mittlerweile ja, mit deutlichen Rabatten zur Spitze
zu kriegen sind. Selbst eine Wirecard, tolle Aktie, gestern in der Spitze noch bei 188, dann auf unter 150 gefallen. Das sind Korrekturen, die dringend notwendig waren bei solchen Aktien, die aber uns jetzt in den nächsten Tagen gute Möglichkeiten liefern, hier in Position zu gehen. Und ich wiederhole mich, vergessen Sie den Wunsch, den Gedanken, dass Sie damit sofort richtig liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt kaufen und nochmal ins Minus rutschen, die ist gewaltig. Warum? Weil wir einfach in einer Phase sind, wo Bereinigungsprozesse stattfinden. Aber ich würde trotzdem nicht lange warten, weil eine erste Erholung, die kommt dann recht schnell. Und es braucht hier nur ein Prozess, ein Signal, dass China und USA an den Verhandlungstisch gehen. Das würde die Märkte sofort wieder euphorisieren und das Gegenteil von dem erzeugen, was wir jetzt haben. Nämlich dann gäbe es sofort auch wieder Kaufpanik. Eigentlich, und darum geht es ja, die grundlegenden Rahmenbedingungen, die sind nach wie vor günstig für Aktien. Wir haben ein Weltwirtschaftswachstum zwischen 3,5 und 4%. Die Prognosen wurden jetzt leicht gesenkt wegen eben dem Handelskrieg, wobei der ist ja auch noch nicht mal eingetütet, da kann es ja Entspannungen geben. China wächst 5-6%, die USA um 4%, selbst Deutschland, man hat reduziert auf 1,9%, aber das ist Wachstum. Und die besten Unternehmen wachsen natürlich noch deutlich schneller. Und das ist ja das Gesetz der freien Marktwirtschaft, dass Unternehmen mit ihrem Geld immer mehr Rendite rausholen, als die Zinslandschaft als Alternative bietet. Ja, ein Unternehmen nimmt Fremdkapital auf zu einem Zinssatz, weil man weiß, ich investiere in etwas, wo ich höhere Renditen erwirtschafte. Und davon profitieren Sie als Aktionär. Und Ihnen nimmt keiner auch eine Aktie ab. Und gestern habe ich den Vergleich gebracht zu Goldanlegern, ja, die eben einen Sachwert wie Gold sich in den Tresor legen. Oder Immobilienbesitzer, die sich Immobilien kaufen. Ja, die haben nie ein Gefühl des Verlustes, weil sie eben diese Sache sehen, fühlen, anfassen können, während sie eben ihre Aktie nicht sehen und fühlen oder anfassen können und damit denken, es wäre etwas wie Papier. Ist es aber nicht. Es sind Anteile an Unternehmen. Sie sind Mitbesitzer eines Unternehmens, wenn auch nur ganz klein, aber Ihnen gehört dieser Laden, in den Sie investieren und damit auch die Zukunftsperspektiven. Und glauben Sie mir, es wird nicht lange dauern, da besinnen sich die Marktteilnehmer wieder und schauen auf die Zukunft. Und die sieht gar nicht schlecht aus, weil wir haben immer neue Trends. Wir haben wirklich richtige Boommärkte, ob das die Cloud ist, ob das die künstliche Intelligenz ist, autonomes Fahren, erneuerbare Energien, die, was ja jetzt Einzug erhält, auch in den Automobilbereich. Ja, alternative Antriebe. Ja, es geht immer weiter. Denken Sie an den Smartphone-Sektor, der Gesundheitsfunktionen liefert, an die Biotechnologie, die jetzt mit Immuntherapie neue Möglichkeiten eröffnet, ja, die Menschheitsgeiseln wie Krebs, AIDS etc. zu besiegen, zu bekämpfen. Das ist eigentlich Zukunft. Gehen Sie optimistisch nach vorne. Lassen Sie sich jetzt nicht durch diese Korrektur aus dem Rhythmus bringen. Lassen Sie sich vor allen Dingen nicht dazu verleiten, jetzt zu verkaufen. Denken Sie andersherum. Verkaufskurse sind Möglichkeiten, gute Sachen, Qualität zu Rabattpreisen zu kaufen. Das machen Sie doch sonst auch, wenn Sie ein Geschäft gehen, eine Waschmaschine kaufen. Dann gucken Sie, wo kriege ich eine mit Rabatt? Ein gutes Gerät mit einem wirklichen Rabatt, dann greifen Sie zu. Machen Sie das bitte auch bei Aktien und machen Sie nicht das Gegenteil, dass Sie jetzt die Nerven verlieren und vielleicht sogar sich vom Aktienmarkt verabschieden. Es gibt langfristig nichts Besseres als Aktien. Bleiben Sie hier bei der Aktienlust. Ich begleite Sie dabei durch diese Phase. Und wenn Sie das einmal miterlebt haben, wenn Sie einmal so eine Phase wirklich durchlebt und auch für sich genutzt haben, dann sind Sie einen gehörigen Schritt weiter zu einem langfristig erfolgreichen Aktionär. Demnächst hier wieder mehr auf Aktienlust TV, Ihr Jürgen Schmidt.